Hallo Leute, Zeit für gruselige Videos. Heute mit einem jungen Mann, der merkwürdige Vorkommnisse in seinem neuen Zuhause dokumentiert. Und einem weiteren Familienheim, in dem es mit nicht ganz so rechten Dingen zugeht. Das folgende Video wurde von Ashley Rain auf ihrem Profil geteilt. Gewöhnlich lädt die Mutter kurze Clips hoch, die sich um ihr Familienleben drehen. Dazu gehören lustige Momente, aber auch schöne Familienerinnerungen, die sie gemeinsam mit ihren Kindern festhält. Daher war das heutige Video ein eher ungewöhnliches. Ashley bemerkte ein wirklich komisches Objekt, welches auf dem Sicherheitssystem ihrer Familie auftauchte. Es war mitten in der Nacht und keiner war mehr wach zu dieser Zeit, außer ihre Katze. Jedoch ist unverkennbar, dass sich da etwas aus dem hinteren Zimmer lehnt. Viele Leute sagen, dass es mega gruselig aussieht und das Ding komplett seitlich an der Tür zu hängen scheint. Dann schießt es auf einmal nach oben und verschwindet wieder im selben Zimmer, aus dem es aufgetaucht ist. Die Familie beunruhigte die folgende Aufnahme und sie haben bis heute keine Ahnung, was in dieser Nacht aufgenommen wurde. Echtes Albtraummaterial, oder nicht? Jetzt schauen wir uns ein Videotagebuch an, welches von Nutzer Sam auf seinem Kanal geteilt wurde. Er erhoffte sich ein paar Antworten zu bekommen, weshalb er die Videos mit dem Internet teilte. Er hatte selbst keine Ahnung, mit was genau er es zu tun hatte. Alles begann mit einem komischen Polaroid-Foto, das er eines Tages aufnahm. Sam gibt an: Ich habe vor ungefähr einer Woche ein Polaroid-Bild aufgenommen, welches ich mit einer alten Kamera, die im Speicher gefunden wurde, geschossen habe. Da ist irgendein verschwommenes Objekt zu erkennen. Keine Ahnung, was es ist. Und ich wandte mich an den paranormalen Subreddit damit. So, this is the original Polaroid that I took. Nothing about it has been changed, tampered with in any way. What I noticed originally was right here. I don't know if you can see it. I'm not exactly sure what this is. At this point, your guess is as good as mine, but I really would appreciate just some help to figure out what it is and if I should be worried or not. I took a few photos with it. The film, I guess, was really old. It wouldn't develop properly. It kept like coming out all brown. So I went to the store, found some film for the camera, took a few more photos just to make sure that the camera wasn't broken. I know for a fact there was nobody there when I took that photo. I wanted to show you all from the outside where this thing would have been standing when I was taking that photo. So yeah, right around here. Because if I'm sitting there, aiming the camera this way, right where I'm standing right now is where it would have been standing. Sieht so aus, als wäre dort wirklich jemand gestanden. Dass es ein Baum war, ist wohl eher unwahrscheinlich. Echt komisch. Sam hat das echt verwundert. Einige Tage danach lädt Sam ein weiteres Video hoch, welches er in derselben Nacht aufgenommen hatte. Anscheinend hörte er laute Klopfgeräusche. Er schrieb folgendes dazu: Bin heute Nacht nach draußen gegangen, um mein Grundstück zu überprüfen, welches ich in letzter Zeit öfters tue, da immer mal wieder seltsame Geräusche zu hören sind. Ich schließe immer die Tür hinter mir. Als ich dann nach meiner Runde wieder ins Haus ging, bemerkte ich jemanden in meinem Fenster.
Oh my god. Ist es dieselbe Schattengestalt wie auf dem Bild, die hier aus seinem Schlafzimmer schaut? Er geht danach sofort rein und überprüft natürlich, wer das gewesen sein könnte, kann jedoch niemanden finden. Langsam gingen ihm dann auch die Ideen aus, was er denn gegen all diese Geschehnisse tun könnte. Kurz darauf fiel der Strom in seinem Haus aus. Sam schrieb Folgendes darauf: Letzte Nacht war der Strom weg und ich beschloss, in den Keller zu gehen, um die Sicherung zu überprüfen. Auf dem Rückweg hörte ich komische Geräusche aus dem Wäscheraum und schaute nach. Ich sah quasi den Beweis dafür, dass wirklich etwas in meinem Haus lebt. These were closed. If there's someone or something here, I want you to prove it to me. I want you to close one of these doors. Come on! Oh, if I'm being honest, I'm glad nothing happened. Holy sh! Also hat Sam vielleicht wirklich einen bösartigen Mitbewohner. Etwas, das er nicht sehen kann und ihm gerne Streiche spielt. Viele glauben, dass es paranormalen Ursprungs ist. Aber was ist es genau? Schwer zu sagen. Jetzt wollen wir uns ein Update von Nutzerin Tammy G anschauen, die ebenfalls ihre paranormalen Erlebnisse in ihrem Zuhause teilt. Ihr erinnert euch vielleicht an die gruseligen Aufzeichnungen, welche wir uns vor einigen Monaten angeschaut hatten. Das Wesen, welches laut Tammy in ihrem Haus lebt, scheint sie und ihren Partner des Öfteren, während sie schlafen, zu beobachten. Dies ist eines ihrer neuesten Videos. Seht ihr das Ding auf dem Boden? In einer darauf folgenden Nacht wurde folgender Schatten im Erdgeschoss ihres Hauses aufgenommen. Es schien wohl dort umherzugehen. Fascinating. Auf jeden Fall ein sehr interessanter Fall. Wer kann schon genau sagen, was sich dort in ihrem Haus eingenistet hat? Jetzt schauen wir uns eines von Dark Ghost Paranormals neuesten Abenteuern an. Es ging heute zu einem verlassenen Haus, welches ihm von einem seiner Zuschauer empfohlen wurde. Es steht schon seit einiger Zeit leer. Jedoch gibt der Zuschauer an, dass es über die Jahre einige komische Berichte gab über angeblich paranormale Vorkommnisse in dem Haus. Dark wollte sich davon natürlich selbst überzeugen und baute wie immer in aller Ruhe seine Geräte in den verschiedensten Räumen auf. Nach den ersten relativ unspektakulären Stunden geschieht dann Folgendes. Küchenschrank, der sich von ganz alleine zu öffnen und zu schließen beginnt. Und während Dark sich einen der anderen Räume anschaut, nimmt Kamera 2 dann etwas auf. Ein seltsamer Schatten erscheint. Folgt dieser möglicherweise Dark in den Raum?
Kamera Nummer 1 filmt ihn dann noch ein weiteres Mal, als Stark sich im oberen Stock befindet. Kamera Nummer 1 filmt ihn dann noch ein weiteres Mal, als Stark sich im oberen Stock befindet. Dann wirft auf einmal etwas seine Kamera in seine Richtung. Und dann ist plötzlich die Batterie seiner Taschenlampe aufgebraucht. Alles ist stockdunkel und Dark versucht den Weg zurück nach unten zu suchen. Dabei hatte er nur eine seiner stationären Kameras, die ihm dabei half zu sehen, wo er hinging. Danach entschied sich Dark, dann nach Hause zu gehen, und er fragte seine Fans, ob sie ihn gerne nochmal zu diesem Haus reisen sehen würden. Ob inszeniert oder nicht, ist doch am Ende egal. Seine Besuche sind auf jeden Fall immer sehr unterhaltend. Folgende Aufnahmen wurden von Edward auf seinem Kanal dokumentiert und geteilt. Er begann ebenfalls ein Videotagebuch anzulegen, nachdem er in ein neues Haus zog und vermutete, dass es dort drin spuken musste. Er sah mit eigenen Augen, wie sich seine Möbelstücke mitten in der Nacht wie von Geisterhand bewegten und laute Geräusche aus dem Nirgendwo, die er ebenfalls regelmäßig vernahm. Edward gibt an, dass der ältere Herr, der zuvor hier lebte, einen Haufen religiöser Gegenstände zurückgelassen hatte. War das vielleicht ein Zeichen, dass auch dieser sich von etwas beschützen wollte? Was ihn jedoch wirklich etwas außer Fassung brachte, war die Tatsache, dass sein Ding in diesem Haus hinterblieben war, was wohl ohne Fremdeinwirkung die Türen öffnen konnte. In diesem Video glaubt Edward, etwas hören zu können, was nicht ganz normal klang. Ich dachte zuerst, dass es die Tür war, die man da hört, aber ganz sicher bin ich mir nicht. Denkt ihr, dass ein Haus ebenfalls von Geistern heimgesucht wird? Folgendes Video wurde vom Kanal Dark Dimension geteilt. In der Videobeschreibung heißt es, dass im Folgenden zwei junge Abenteurer zu einem verlassenen Gebäude reisten, in dem es, wie ihr euch sicherlich schon denken könnt, ebenfalls spuken soll. Eine urbane Legende besagt, dass man ab und an wohl den Geist einer Frau da drin sehen kann, der entweder in der Lagerhalle auftaucht oder sogar ab und zu auch in der Luft zu schweben scheint. Beide lieben den Grusel und wollten diese Legende auf die Probe stellen. Mal schauen, was ihnen in dieser Nacht so vor die Linse kam. In dem Moment, als der Mann sich herumdreht, wird dieses Ding auf Kamera gebannt.
Sieht echt so aus wie die gruselige Sichtung einer Frau, oder? Ich hoffe, dass euch dieses Video ein paar angenehme Albträume bescheren kann. Danke Leute fürs Einschalten.